takes. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tag des Avenger Endgame Countdown. Und heute, ja, gibt es das erste Lego Review, weil falls ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr gestern gesehen, dass ich eine sehr, sehr lange Lego-Nacht hinter mir habe, wo ich alle Sets aufgebaut habe. Alle, also nicht ich eine, sondern ein paar Kumpels. Grüße gehen raus an den Sunnykasten und den Ryrion. Wir haben zusammen die Lego-Sets aufgebaut und heute reviewen wir das erste, nämlich das kleinste von allen. Das Captain America Outrider Attack. Es verschwindet so ein bisschen im Greenscreen, aber gleich gehen wir eh in die Bildansicht und dann sehen wir die Sets genauer. Und jetzt würde ich sagen, starten wir rein ins Video. Also eins mal vorneweg, ihr werdet im Laufe der verschiedenen Reviews auch immer wieder mal Vergleiche zu den Avengers Infinity War Sets bekommen, weil ich muss sagen, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, im Großen und Ganzen haben wir die Sets deutlich besser gefallen als die Endgame Sets, aber jetzt beziehen wir uns mal genauer auf das Captain America Outrider Attack. Und da muss ich sagen, am Anfang, als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, Captain America auf so einem dicken, fetten Motorrad ist vielleicht schon ein bisschen too much. Und nachdem ich dieses Set gesehen habe, jetzt live aufgebaut, muss ich sagen, es ist sogar noch mehr als too much, weil dieses Motorrad einfach unglaublich fett ist. Das hat man vorher nicht gedacht, dass das wirklich so groß ist, aber wenn ihr es in den Händen haltet, dann werdet ihr merken, es ist deutlich größer als erwartet. Zum Inhalt kann man schon mal sagen, es gibt drei Outrider-Figuren und die Captain America-Figur, die wir uns am Ende des Videos mal genauer ansehen werden. Aber jetzt erstmal aufs Motorrad einzugehen. Also ihr bekommt das Set bei Amazon, nehme ich jetzt einfach mal als Vergleichswert, für 22,99 €. Ich glaube, für den Preis habe ich es auch gekauft. Und wenn man das Set mal grob und ganzen zusammenfassen muss, dann muss ich sagen, man hat es sehr, sehr schnell zusammengebaut. Das hat der Sunnykasten für mich getan, weil wir uns zu viel Zeit gebraucht hätten, um alles zusammenzubauen. Und ich glaube, er hat dafür 20 Minuten gebraucht. Ihr seht hier die Übersicht mit den Tüten. Das ist überschaubar. Es sind viele Kleinteile, aber auch so gute Verbindungsstücke. Wenn man das Set dann zusammengebaut hat, muss man auch nachher sagen, ja, man kann mit dem Motorrad sehr, sehr geil rumfahren. Es ist super ausbalanciert. Es ist nicht so schwer, trotz dass es extrem dick ist. Das einzige Problem, was ich sehe, es ist so ein bisschen klobig, weil rechts und links, das kann man hier gut sehen, sind die Flügel quasi von dem Motorrad, wo man Discs abschießen kann. Und die sind dann ein bisschen klobig in der Handhabung. Detailreich ist dieses Motorrad jetzt nicht sonderlich wirklich. Es gibt ein paar Aufkleber, die man drauf machen kann, aber im Großen und Ganzen ist es halt, erinnert es ein bisschen an Lego Technik mit diesen ganzen Verbindungsstreben an der Seite. Hier sehen wir noch rechts die Stütze unten. Alles in allem muss ich sagen, ist es kein Set, was mich wirklich überzeugt hat. Den einzigen Grund, warum es sich wirklich lohnen würde, dieses Set zu holen, wäre die Minifigur von Captain America. Und das werdet ihr in den nächsten Reviews von mir auch deutlich öfter hören. Ja, die Figuren, die Minifiguren lohnen sich nicht wirklich, weil sie alle den weißen Anzug haben. Habt ihr einen mit weißem Anzug, könnt ihr eure Köpfe von Infinity War nehmen und einfach da drauf stecken. So und nicht anders ist es bei Captain America. Mit der einzigen Ausnahme, dass es bei Captain America diesmal einen richtigen Helm gibt, den man ihn aufziehen kann. Vorher waren das ja nur geprintete Köpfe, aber wie gesagt, da komme ich gleich zu. Jetzt noch ein paar weitere Details zum Motorrad. Das Motorrad hat extrem viele Waffen. Vorne zwei große Shotguns, die noch vollgepumpt werden mit Feuer und was weiß ich nicht allem, die man auch abnehmen kann und Captain America in die Hand geben kann. Das sieht auch, ja, sehr, sehr seltsam aus. Dann gibt es noch zwei Mechanismen, die ihr eben gesehen habt. An der Seite kann man so Discs abschießen, so Avengers-Discs. Ist auch ein cooles Feature, aber alles in allem ist dieses Set eigentlich nicht so toll. Wenn wir einen Vergleich haben zu Avengers Infinity War, gab es auch Captain America, das war auch das günstigste Set aus der Reihe. Dort gab es zwei Outrider, zwei Landungsschiffe von den Outridern und Captain America mit seinen neuen Schildern und seiner anderen Rüstung. Und das hat, glaube ich, 15 oder 16 Euro gekostet. Da seid ihr mit dem Preis deutlich besser hingekommen als hier mit diesem Motorrad. Das kostet 23 Euro und ihr bekommt halt ein dickes Motorrad und drei Outrider. Aber ganz ehrlich, ich habe so viele Outrider hier liegen, da braucht man wirklich nicht noch mehr Outrider. Die einzige Ausnahme bei diesen Outridern, sie haben goldene Krallen. Und da sind wir dann jetzt endlich bei den Minifiguren. Ja, und damit sind wir dann bei den Outridern angekommen. Da gibt es zweimal die gleichen, nämlich die hier mit den vier Armen. Und ich merke gerade, absolut staubtrocken. Genau, hier detailreich wie auch in Avengers Infinity War. Kein Körper, der sich unterscheidet, oder kein Kopf, der sich unterscheidet von denen aus Infinity War. Also bei denen lohnt es sich absolut nicht. Dann haben wir hier noch den, ich weiß es nicht, ob das ein Outrider Commander oder sowas ist. Er hat auf jeden Fall noch eine Schulterklappe. Ja, kann man selbst entscheiden, ob man den jetzt unbedingt haben muss oder nicht. Und dann kommen wir aber zu meinem persönlichen Highlight natürlich als Captain America Fan. Ist es natürlich ganz klar,
Alles kaputt. Das ist natürlich Captain America ist und wie ich eben schon mal erwähnt habe, ist halt jetzt der Unterschied, dass wir hier einen richtigen Captain America Helm haben, den wir ihm aufsetzen können und hier halt trotzdem das Printed Face mit vorne und hinten. Diesmal unterscheidet sich dieses Face ein bisschen. Es ist ein bisschen blass, also das kommt jetzt nicht durch die Kamera, sondern es ist ein bisschen blass und sieht so aus, als hätte Captain America auch so eine Art, ja ich weiß nicht, Interface oder Sauerstoffzufuhr dort. Schwer zu sagen. Auf jeden Fall ist es etwas Besonderes. Und dann noch hier das Schild, ist im Gegensatz zu anderen Captain America Schilden jetzt nicht so viel krass anders. Autofokus ist am Start und ja, außer dass hier ein schwarzer Rand drum ist. Warum der schwarze Rand drum ist, weiß ich auch nicht. Und die Rückseite ist dunkelgrau, die war normalerweise bei anderen Schilden, war die meistens rot. Aber ja, das ist Captain America im Avengers Anzug. Ja, alle Avengers Anzüge sehen eh gleich aus. Der sieht zwar extrem cool aus und ist absolut detailliert, aber ich finde es ein bisschen schade, dass wirklich fast jeder Avenger so einen Anzug haben muss. Und jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, zeige nochmal ganz kurz natürlich das Motorrad, was ihr bestimmt auch noch sehen wollt hier. Auch mehr oder weniger unspektakulär und ein bisschen klobig. Und wenn euch Captain America irgendwie bis jetzt noch ja, nicht actionreich genug war als Charakter und ihr irgendwie Captain America aufpimpen wollt, dann empfehle ich euch einfach mal aus Captain America Captain Doppel-Shotgun zu machen. Ja, diese Kanonen sind wirklich dafür da, um sie Captain America in die Hand zu geben. Und ja, wer hat nicht davon geträumt, Captain America schon mal so einen dicken, fetten Blaster in die Hand zu geben? Das ist mein persönlicher Lebenswunsch und der ist in Erfüllung gegangen. Endlich habe ich Captain Shotgun. Und das war's mit dem Lego Review. Also alles in allem, ja, für 23 Euro muss ich das nicht unbedingt haben, weil da sind drei Outrider dabei, die wirklich uninteressant sind. Das Motorrad ist jetzt auch nicht so wirklich krass und empfehlenswert. Einzig coole Captain America mit seinem neuen Helm und dem Schild. Aber das muss man dann selber entscheiden, ob einem das Geld wert ist. Und damit danke ich mich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Avengers Endgame Countdown wieder. Und ich sage ciao und bis dann.